Herr Eisele, diesen herrlich intensiven Cabernet, zu welchen Essgelegenheiten würden Sie diesen empfehlen? Also eins, was Sie sicherlich überraschen wird, ist, ich trinke diesen Wein zum Beispiel zu Hummer. Ja, denn Hummer hat einen sehr starken eigenen Geschmack, ist ein etwas eindimensional und sehr, sehr kräftig. Und der Cabernet kann das gut ausbalancieren. Gleichermaßen Lachs, richtiger Lachs, ich meine nicht Zuchtlachs aus Norwegen, sowas Grässliches nicht, sondern richtiger Lachs, wie wir den ab und zu noch mal essen können. Noch etwas roh, ganz langsam in einer Aluminiumfolie gebacken. Das ist so ein intensiver Geschmack, da kann nur der Cabernet mit fertig werden. Aber nehmen Sie dann andere Sachen, die vielleicht einleuchtender sind, wie beispielsweise eine Lammkeule oder ein Rehbraten, Hirschbraten oder eine Schweinehaxe oder solche Sachen. Alle Sachen mit starkem, kräftigen Geschmack im Essen, die sind perfekt dafür. Und dann kommen diese Tannine, die klar in dem Wein sind, auch zu ihrem Recht, denn die helfen, diese Geschmäcker richtig zu verarbeiten. Macht eine wunderbare Ergänzung. Und ein großes Problem ist heutzutage, dass viele Leute Weine nur probieren und nicht zu Hause auf dem Esstisch haben. Und in Deutschland ist es nun besonders schwierig, weil die Essgewohnheit ja immer noch so ist, das große Mittagessen und Abendessen, so ein kleiner Imbiss und dann hat man nur so einen leichten Wein da. Das ist dann nicht so gut. Bei uns ist das etwas leichter, weil die Hauptmahlzeit eben abends stattfindet. Und dann passt der Rotwein eben dazu sehr viel besser. Das kann ich mir gut vorstellen. Das wäre natürlich eine interessante Variante, mal Lachs in Folie mit diesem herrlichen Cabernet. Schade hier, dass wir keine Versuchsküche haben, sonst können wir das mal gleich vor Ort probieren. Aber unsere Schwierigkeit ist, den Lachs zu kriegen. Das glaube ich, ja. Ich meine, im Rhein sollen ja noch 3 Lachse schwimmen, habe ich mir sagen lassen. Aber viel mehr werden es auch nicht sein. So nach dem, ja, die stehen, glaube ich, nur im Naturschutz. Ja, das auch noch. Aber bei uns ist es ja auch so, der Lachs ist ja auch zu einem großen Teil verschwunden. Und die vielen Bären in Alaska einfach. Nein. Das, in Alaska gibt es genug Lachs. Aber das ist dann ein bisschen weit weg. Aber wir haben ein paar Freunde, die angeln privat. Die fahren mit dem Boot raus auf den Pazifik und die bringen hier und da mal einen Lachs mit. Und das ist eben unübertrefflich. Wenn man einmal so einen Lachs gegessen hat, dann will man nie wieder was aus Norwegen anfassen. Das kann ich Ihnen versichern. Abgesehen von diesen Hormonen, die die Brüder in Norwegen da reinpumpen und die Antibiotika.